Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Deep Talk Video zum Update 092. Die europäischen Zerstörer kommen ins Spiel. Normalerweise machen wir das Video hier zu zweit, leider ist es diesmal nicht möglich so, darum mache ich das Video leider alleine. Das nächste Mal wird es sicherlich wieder besser werden. Am 12. März von 6 bis 9 Uhr wird das 2,3 GB große Update auf den Live-Server aufgebracht. Das heißt, in der Zeit ist der Server nicht verfügbar, ihr könnt nicht spielen. Wenn ihr 2,3 GB nicht so schnell laden könnt, dann empfehle ich euch das Game Center, ladet das runter, dann habt ihr immer schon eine Preload. Also die ganze Geschichte wird vorgeladen und ihr müsst dann nur noch einen kleinen Bestandteil dazuladen und dann ist das Update quasi schon verfügbar, wenn ihr nicht so hohe Internetgeschwindigkeit habt. In dem Update gibt es ja viele Neuerungen, unter anderem werden die Trägerzünder für Sprenggranaten verändert. Gehen wir nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Das heißt, alle IFAE-geskillten Kapitäne werden möglicherweise in Zukunft nicht mehr IFAE-geskillt sein oder es ist nicht mehr so sinnvoll. Darum bietet Wargaming einen Rabatt an. Aber ihr habt nur bis zum 16. März Zeit, diesen Rabatt zu nutzen und ihr müsst vorher auf den Button Rabatt aktivieren klicken, damit das überhaupt funktioniert. Ganz, ganz wichtig. Wer da nicht raufklickt, hat keine Chance, kostenlos umzuskillen. Ganz wichtig, gut, dass ihr dieses Video schaut, jetzt wisst ihr nämlich Bescheid. Ihr könnt euch dann ein schicke Dasha-Video zu dem Update angucken, aber die richtigen, wichtigen Informationen, die gibt es natürlich hier. Die paneuropäischen Zerstörer kommen im Vorabzugang Stufe 5 bis 9. Ja, besondere Merkmale habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Wir haben sie euch ja Work in Progress in Videos und in Livestreams gezeigt. Wir haben uns sehr, sehr intensiv über diese Videos und über diese Schiffe ausgetauscht. Die haben eine große Reichweite, zumindest immer angepasst relativ zur Stufe des Schiffes. Sie haben eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, haben die schnellsten Torpedos im Spiel in der Zukunft. Sie haben eine sehr gute Flugabwehr in der Regel. Also gerade die T-10-Zerstörer sind nachher richtig krass, haben das defensive Flakfeuerverbrauchsmaterial mit dabei. Die haben Schnellfeuer eine Gans, aber da teilweise weniger als vergleichbare Zerstörer. Sie können sich einen Ticken wehren, aber die richtigen Gun-DDs sind es nicht, bis auf die Ausnahme der Smallern. Die würde ich da auf jeden Fall von ausklammern. Sie haben keinen Nebel, ganz, ganz entscheidend, aber ja, dafür eben zum Beispiel eine Reparaturmannschaft, die 1% der Gesamttrefferpunkte wieder herstellen kann. Ja, das ist der Vorabzugang. Wie kommt ihr da ran? Ihr sammelt Marken, nämlich paneuropäische Marken, die jetzt quasi ins Spiel eingesetzt werden. Ich scroll hier mal runter. Hier sieht man das. Am Ende geht das nur in dem Fall, wenn ihr Container sammelt. Das geht durch die täglichen Lieferungen. Ihr könnt wieder Container durch das tägliche Einloggen bekommen. Ihr könnt Container durch das Erfüllen von Direktiven bekommen. Und ihr könnt Container bekommen durch das Schauen von Streams von rund um World of Warships sozusagen. Ich glaube, es geht hier nicht nur um die offiziellen Streams, also da gibt es dann Bonuscodes, sondern wahrscheinlich auch allgemein irgendwie Drops dazu. Das ist für mich jetzt hier nicht 100%ig klar, aber wer sicher sein will, offizielle Streams schauen, dann seid ihr ganz safe. Deswegen haben sie hier wahrscheinlich auch das Timetable dazu gepackt. Und der erste Stream wird eben am 12. März sein. Das ist am Donnerstag Nachmittag. Ich glaube, die fangen immer um 18 Uhr an. Hier 16 CET. Also da geht es halt mit dem deutschen Stream los und dann folgen weitere. Ne? Da könnt ihr dann Codes mitnehmen. Die könnt ihr einlösen. Dafür kriegt der Container gut geschrieben. Ja, Inhalt. Europäische Tarnung, Kohle, eben diese Marken und das ist random. 10, 20, 30, 40 oder 140 Marken werden da eingesammelt und mit diesen Marken könnt ihr dann in die Waffenkammer gehen und euch die Pakete da freischalten. Erst den T5, dann den T6, 7, 8, 9. Na, die sind möglich und immer in der Reihenfolge. Ihr könnt also nicht zuerst T7 und dann T5 bekommen, sondern ihr könnt immer erst T5, dann T6 und so weiter freischalten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier nochmal erwähnen. Dann kommt ins Spiel die Smallern. Das ist quasi eine Art von, ja, es ist ja ein Spezialschiff sozusagen. Kostet 2 Millionen Free XP, ist das teuerste Free XP Schiff quasi dann im Spiel. Allerdings muss man auch sagen, es ist das erste Mal ein T10 Schiff, das ins Spiel kommt, was man für Free XP freischalten kann. Es gibt jetzt einige, die sagen, oh, die Smallern, langweiliges Schiff, das schlechteste Schiff ever und so weiter. Muss ich meiner Meinung nach entschieden widersprechen. Gleich am Anfang war das Schiff wirklich nicht sehr stark. Gebe ich offen zu. Also, was heißt da zugeben? Es ist mein Spielstil. Und da fühlte sich das Schiff einfach auch nicht besonders an. Da fühlte sich die Hallern in allen Belangen besser an. Die
Smorlan hat sich aber gemacht. Sie haben sehr, sehr viel verbessert, zum Beispiel auch bei der Flak. Sie haben die Nachladezeit der Guns verändert. Zum Beispiel haben sie auch den Motorboost hinzugefügt, beziehungsweise ihn verbessert. Der kriegt jetzt 30%, das ist der beste Motorboost im ganzen Spiel. Wir haben jetzt hier Radar dabei, das war von Beginn an schon dabei. Dafür kein defensives Flakfeuer, aber die Flak ist so schon nicht schlecht. Wir haben jetzt, glaube ich, über 400 kontinuierlichen Schaden in der Flakzone, die bis 6 Kilometer hochgeht. Also, das ist auch eine ordentliche Geschichte. Die Verborgenheit haben sie ein bisschen gebufft auf, ich glaube, 6,1 Kilometer ist in meiner Erinnerung. Das heißt, diese Geschichte ist nicht schlecht. Das Schiff ist nur 100 Meter weiter sichtbar als ein Torpedo-DD, nämlich die Hallan. Und gunmäßig kann sie die Friesland auf jeden Fall in die Ecke stellen und hat eben Torpedos und eine gute Flugabwehr dabei. Das Einzige, was fehlt, ist auch da eben Nebel. Muss jetzt jeder für sich wissen, 2 Millionen ist wirklich eine ganze Menge und ein großer Betrag. Also von daher muss man dann schauen, wenn ein Zerstörerfahren liegt und man auch gerne mal offensiv unterwegs ist, gerade in diesen Gun-Duellen Adrenalinrausch pur sozusagen, dann ist dieser Zerstörer sicherlich nicht ganz uninteressant. Dann kommt ein neuer Hafen ins Spiel und zwar hier der Fjord, mein neuer Lieblingshafen. Das habe ich euch schon alles einmal erzählt in unseren Ausblick-Videos, wo wir dann auch auf dem Testserver unterwegs waren und so weiter. Von daher will ich da jetzt gar nicht so groß weiter drauf eingehen. Wer noch mehr Details dazu wissen will mit Gameplay zum Beispiel, heute noch oder die nächsten Tage, bis das Update eben auf den PTS, auf den Live-Server kommt, der kann sich gerne unsere anderen Videos zum Update 092 angucken, einfach hier im Kanal suchen, beziehungsweise ich verlinke das unten in die Beschreibung oder hier oben als Einblendung. Dann gibt es neue Wappen, auch die habe ich euch auf dem PTS schon gezeigt. Das heißt, wenn ihr verschiedene Erfolge habt, ich glaube 50 Siege, 100 Siege, 200 Siege und 250 Siege sind, glaube ich, notwendig. Nagelt mich bitte nicht auf die Werte ganz genau fest. Dann bekommt ihr eben diese besonderen Wappen, die ihr dann auswählen könnt. Das ist bei den Italienern so, ist bei jeder Nation so, wo es nur nach Anzahl von Siegen geht. Wenn ihr den Vorabzugang nutzt, jetzt könnte man ja sagen, boah, nö, brauche ich gar nicht, die Schiffe kommen ja sowieso in den Tech-Tree. Dann bekommt ihr Belohnung und zwar könnt ihr Tarnung 3 Kronen bekommen und zwar für alle die Schiffe Visby, Westeras, Skyn, Ölan, Österjötlan, Smalan und Hallan. So ist wohl sogar die skandinavische Betonung einigermaßen, hoffe ich, sie getroffen zu haben. Dann bekommt ihr quasi eine Premium-Tarnung für jedes Schiff geschenkt, wenn man dazu sagen will. Und das hier sind die Aufgaben. Ihr müsst dann, wenn ihr die Wispy gezogen habt, also ihr müsst sie mit den Marken freischalten, dann kriegt ihr eine Aufgabe, die ihr in Koop, Zufall und Operations, also Unternehmen, erfüllen könnt. Macht 7500, ich denke, Base XP werden es sein. Und dann bekommt ihr die Tarnung für die Wispy, Westeres, etc. pp. Und wenn ihr 5 dieser Aufgaben, hier sind 7 sind angeboten, inklusive 2 der Smallern, wenn ihr 5 erfüllt, bekommt ihr quasi für die Smallern die Premium-Tarnung und für die Hallan die Premium-Tarnung. Das wird ja dann der T10-Zerstörer, der ab dem Update 093 ins Spiel noch dazu kommen wird. Gut, das ist eigentlich das, was man zu dem paneuropäischen Event aktuell sagen kann. Ich freue mich drauf. Die Zerstörer haben mir allgemein, damit will ich meine persönliche Meinung kundtun, ne? Haben mir persönlich sehr, sehr cool gefallen. War gerne auch mal die Idee und diese Dinger machen wirklich echt Laune. Relativ kurze Torpedo-Nachladezeit, so unter 100 Sekunden ist locker drin, wenn man sie auf Torpedo skillt. Das meiste davon sind Torpedo-DDs, bis eben auf die Smallern, die dann ein eher Gun-DD ist. Es gibt aber weitere Events, die jetzt demnächst dann auf den Server kommen in dem Update-Zyklus. Und zwar eine Kleinkallerei am 4.4. Und ihr könnt in Europa von 17 bis 22 Uhr spielen. Im Format 4 gegen 4, 8 T8 ist hier die Schiffsstufe und euch Stahl und Kohle und Creditpunkte erfahren und erlaubt ist nur ein Schiff von jedem Typ, das heißt ein CV, ein Battleship, ein Kreuzer und ein Zerstörer. Mehr ist nicht möglich, ihr könnt keine 2 Zerstörer nehmen oder 2, sondern generell nur ein und das war's. Ja, mehr ist da nicht drin, es wird auf den kleinen Karten gefahren, wobei, sehe ich jetzt gerade, also so wie großes Rennen mit der Standardgröße von 30x30, oh, doch, von der Standardgröße. Ursprünglich hatten sie mal von den kleinen Karten gesprochen, jetzt wollen sie es größer machen. Und das im 4 gegen 4, das wird spaßig. Naja, bin ich mal gespannt, gibt es einen speziellen Artikel später im Verlauf des Update-Zyklus hier. Weiter geht's mit den Drehzünder für Sprenggranaten.
Ich will jetzt nicht auf alle Details eingehen, wir haben euch zwei ausführliche Videos dazu gemacht, was sich genau ändert mit der Panzerung, mit der Berechnung der Penetration, mit IFAE, welche Schiffe profitieren, welche Schiffe davon eher benachteiligt werden. Gerade die britischen DDs werden da unheimlich gewinnen. Auch der Kurfürst, der jetzt ohne IFAE zu fahren ist und 32 mm penetrieren wird, das liegt eben daran, dass die Mechanik sich ändert in der Berechnung der Penetration. Wie gesagt, Details dazu gibt es in einem separaten Video, was ich euch auch ebenfalls verlinke. Prinzipiell nur kurz festgehalten, wer IFAE oder Trägheitshinder für Sprenggranaten in Zukunft gilt, verliert 50% der Brandwahrscheinlichkeit, der Basisbrandwahrscheinlichkeit des Schiffs. Und darauf kommen dann noch die Signalflaggen und der Sprengmeister, damit könnt ihr das wieder ein bisschen nach oben pushen, aber ihr kommt niemals auf den gleichen Brandwahrscheinlichkeitswert wie ohne den Sprengmeister, also ohne IFAE meine ich natürlich. Ne? Die Durchschlagskraft wird auch nicht mehr um 30% verbessert, sondern nur noch um 25%. Auf der Stufe 8 bis 10 für die kleinen Kaliber, also die leichten Kreuzer, wird es in Zukunft ein Fünftel Penetration geben, sodass auch weiterhin die Interaktion der Kreuzer auf den Tierstufen gewährleistet ist, dass sie sich gegenseitig bekämpfen können. Die Panzerungen werden verändert, und zwar auf den Schlachtschiffen der Stufe 6 und 7. Und es wird auch die Panzerung vieler Kreuzer verbessert, zum Beispiel auf der Stufe 10 wird auch einiges verändert, sodass zum Beispiel die Des Moines in Zukunft in der Mitte den zentralen Bereich mit 30 mm Geschütz bekommt, was euch deutlich immuner macht gegen gegnerische Granaten der Kaliber 406 mm als Beispiel jetzt bei der Montana und beim Kurfürsten. Die können dann nämlich nicht overmatchen und da könnt ihr durchaus mal auch was abprallen lassen. Ja, hier gibt es nochmal die Übersicht, wie sich die Durchschlagmechanik sich verändert. Hier bei 180 mm bekommen eben 1 mm dazu. Ihr könnt euch das ganz in Ruhe angucken. Hier, das sind die britischen Kaliber, 113 mm, kommt eben auch 1 mm dazu. Und so kann man ohne den Trägheitszünder für Sprenggranaten in Zukunft 19 mm an Panzerung penetrieren. Das heißt gegnerische Zerstörer und Aufbauten gegnerischer Schlachtschiffe als Beispiel. Das war vorher nur möglich, wenn man eben den Trägheitszünder für Sprenggranaten geskillt hat. Das ist also ganz, ganz wichtig und ihr habt da jetzt in Zukunft dann 4 Skillpunkte möglicherweise mehr zur Verfügung, ja, weil ihr eben nicht mehr diese 19 mm überschreiten müsst, weil ihr sie von vornherein habt. Auch bei den japanischen Schiffen, da könnte man jetzt sagen, boah, da gibt es eine ganz komische Änderung, da wird nämlich der Teiler 3,333 Periode eingeführt. 100 mm durch 3,33333 ergibt dann ungefähr 30 mm und das ist dann die Penetration für die 100 mm Geschütze von den japanischen Schiffen Stufe 8. Bis 10. Das ist alles, um eben die Kreuzer mehr zur Überlebensfähigkeit zu bringen, IFAE ein bisschen zusammenzunerven, dass die Brandwahrscheinlichkeit ein bisschen sinkt und allgemein die Interaktion innerhalb der Klassen eben aufrechtzuerhalten. Hier sieht man dann auch nochmal, welche Panzerungsbereiche verändert und verbessert werden. Wie gesagt, separates Video. Ne? Das lege ich euch nochmal ganz deutlich ans Herz, da wird es wirklich vernünftig nochmal erklärt, halt mir mich dahingesetzt und ein bisschen an Beispielen erklärt, was sich verändert und auch die Formeln erklärt. Gut, nächstes Thema, Waffenkammer. Alle Signale, die ihr für Forschungspunkte im Forschungsbüro kaufen könnt, werden in Zukunft um die Hälfte billiger sein, also preiswerter. Ihr müsst weniger lang euch irgendwie anstrengen, um da so eine Pakete für Signale zu bekommen. Ende der Durchsage sozusagen. Also ja, sicherlich sehr, sehr positiv. Dann sind wir jetzt schon fast am Ende von dem Update. Es gibt aber noch ein paar Änderungen, die noch nicht in einem deutschen Artikel zu dem Update hier zu lesen sind. Darum habe ich hier einmal den englischen Artikel für euch aufgemacht und werde euch da mal so ein bisschen durchguiden. Aber nicht alles, weil über viele Sachen haben wir im Ausblick eben auch schon berichtet. Zum Beispiel, dass die Kremme und die Shinob genervt werden beim Sigma-Wert. Dass die Nachladezeiten Atlanta und Flint eben verkürzt werden. Dass die Penetrationsfähigkeiten der Prinz Adel Friedrich, der York, der Admiral Graf Spee, Gneisenau, Scharnhorst etc. erhöht werden. Also ihr werdet in Zukunft mit den 105 mm Geschossen der mittleren Tierstufen sozusagen in Zukunft 26 mm penetrieren und damit in der Lage sein, gegnerische Schlachtschiffe, die dann nämlich ebenfalls 26 mm haben, effektiv auch mit den Sekundärgeschützen bekämpfen zu können. Das war ja vorher auch nicht so möglich. Und das zieht jetzt quasi gleich mit den Penetrationsfähigkeiten der anderen Schiffe hier, zum Beispiel Graf Zeppelin, Tirpitz, die wurden ja alle vorher schon gebufft in dem Bereich. Das heißt, die Deutschen
profitieren von dem Update meiner Meinung nach sehr, sehr stark, wenn man sich auf die sekundär konzentriert, was bei den Deutschen eben das Aushängeschild ist, muss man ganz klar sagen. Ja, das sind halt echte, ja, teilweise echte Brawler. Die Panzerung der Kurfürst ist immer noch eine der härtesten im Spiel, auch im Vergleich zur Kreml. Dann geht es hier noch weiter mit Veränderungen bei Jutland, Dering, Hakurio und so weiter. Da haben wir euch, wie gesagt, alles ausführlich berichtet. Alles, was wir da berichtet haben, kommt auch so in dem Update. Die Nachladezeiten hier bei den Panasiaten-Zerstörern werden um 1-2 Sekunden verändert. Ich will jetzt nicht auf jede Einzelheit eingehen. Was mir noch neu ist, ist, dass hier bei der Amalfi ein bisschen was geändert wird. Und zwar hier bei der Anti-Air. Da wird ein bisschen was verändert, da werden die Millimeterzahlen angepasst, wahrscheinlich weil das dann historisch korrekter ist, aber gleichzeitig wird eben auch die Reichweite verändert. Ne? Ihr verliert ein bisschen was an kontinuierlichen Schaden, dafür fängt der kontinuierliche Schaden aber früher an, das soll das so ein bisschen ausgleichen, denke ich mir, sodass man quasi 200 Meter früher anfängt mit der Flugabwehr auf die Flugzeuge eben zu schießen. Die Aufklärungsreichweite von allen flugzeuggestützten Flugzeugen, also wenn euch Flugzeuge, wenn Flugzeuge in der Luft sind, dann können die bis zu 18 Kilometer weit gucken. Das heißt, wenn innerhalb der 18 Kilometer ein gegnerisches Schiff schießt, geht es dann eben auf. Ja, das waren vorher übrigens 19 respektive sogar 20 Kilometer und hiermit wird das ein bisschen weiter angepasst. Außerdem hatten wir darüber berichtet, dass die Angriffszeiten von Bombern. Ich rede jetzt nicht von Torpedobombern, sondern ich rede jetzt hauptsächlich von den Brandbombern AP oder HE-Bombern. Da werden die Angriffszeiten zwischen verlängert. Das waren mal 5 Sekunden und hier seht ihr dann bei deutschen, amerikanischen, japanischen Trägern Stufe 4, 6, 8 und 10 wird es jeweils angepasst. Auch bei der Saipan wird es angepasst. Da wird es nämlich verlängert sogar auf 9 Sekunden. Und auch bei den britischen Trägern wird einiges verändert, außer die Indomitable. Die ist generell außen vor, die wird quasi indirekt gebufft als Premium-Träger. Und wir bekommen hier bei der Ark Royal einen verlängerten Abwurf, also bis man wieder abwerfen kann. Man muss dann quasi länger eine Kurve fliegen oder sich ein bisschen mehr Zeit lassen, bis man den nächsten angreifen kann. So dass man eben nicht von Schiff zu Schiff hoppen kann so schnell, sondern die können jetzt ruhig einen Ticken weiter auseinander sein. Und auch auf der Stufe 10 dauert es jetzt eben 8,5 Sekunden statt 5 Sekunden. Diese Änderung, die gibt es auch gleich nochmal in Deutsch. Und wir haben hier unten noch weitere Sachen, die aber jetzt nicht so doll von Belang sind, meiner Meinung nach. Viele Sachen sind optisch und kleinere Bugs gewesen, die im Hintergrund eher halt zweitrangig waren. Die wurden jetzt mal wieder gesammelt, jetzt wurde mal wieder ein bisschen was an Fixes da durchgeführt im Hafen teilweise oder bei den Schiffsmodellen, die da angepasst werden und. Also hier Texturen werden angepasst und so. Also will ich euch jetzt gar nicht weiter mit groß belästigen, sondern wieder zurück zum deutschen Artikel springen, wo es jetzt noch ein paar Sachen gibt, die vielleicht nochmal ganz interessant für euch sind. Zum einen soll der Austausch von Kapitänen und bestimmten Modulen und das Meistern und Zurücksetzen von Fertigkeiten sowie das Anbringen von Tarnungen ohne Einfluss auf die Schiffsgeometrie und das Anbringen von Signalen ab jetzt schneller im Hafen erfolgen. Das heißt, sie haben an der Hafenperformance gearbeitet. Das ist zumindest das, was sie jetzt sagen. Wir werden es ja dann in der Praxis sehen, ob das so kommt oder nicht. Und wie erfolgreich sie waren, wollen wir es so ausdrücken. Beobachtet es einfach, schreibt es gerne in die Kommentare rein, ob euch da was Positives ab Donnerstag auffällt. Dann werden die Karten Eisinseln, Meerenge, Tränen der Wüste, Bergkette mit den HDR-Technologien versehen, sowie die Häfen in New York, Zipangu und Hawaii werden auch mit der HDR-Technologie versehen, sodass ihr in Zukunft da ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Farbgebung, Schatten und so eine ganzen Geschichten, einfach ein anderes Beleuchtungssystem, bessere Beleuchtungssystem, möchte ich fast sagen, hinzugefügt. Und Zipangu bekommt eben das Frühlingsdesign sowie New York eben das Sommerdesign zurück. Zipangu werdet ihr gleich wiedererkennen, wenn ihr World of Warships schon länger spielt. Da fliegen dann nämlich die Kirschblüten durch die Gegend. Das war mal mein absoluter Lieblingshafen. Jetzt wird es dann erstmal Fjord werden. Ich werde ab und zu vielleicht mal wechseln. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Zipangu auch wieder das alte Design zurückbekommen hat. Und dann kommen neue Inhalte dazu. Es wird im Laufe des Update-Zyklus, den ich euch gerade vorgestellt habe, die Sammlung King of the Seas geben. Und das wird halt dann zum Ende des Monats März, Anfang Monat April, wird ja diese Turnier stattfinden und dazu wird es eine Sammlung im Spiel geben mit besonderen Containern, die dann irgendwie zu bekommen sind. Alles andere weiß man jetzt noch nicht. Wir werden sehen, was man da machen muss.
Dann wird es eine neue Flagge geben, nämlich wer an dem Public Test teilnimmt, kann sich in Zukunft mit der Flagge Wintersaison, öffentlicher Test Wintersaison, rühmen und damit durch die Gegend fahren. Und es werden neue Schiffe hinzugefügt, und zwar die russischen Kreuzer, die ja demnächst gesplittet werden in leichte und schwere Kreuzer. Und ja, da darf ich dann glücklicherweise euch wieder zeigen, wie die Tallinn, Riga, Alexander Nevsky, Petro, Pavlovsk und so weiter, ja, aussehen, wie sie sich anfühlen. Und ja, wir können darüber wieder dann fachsimpeln. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, das mit euch gemeinsam eben zu erkunden. Unsere Livestreams, ja, in dem Zuge kann ich es ja mal erwähnen, unsere Livestreams sind immer dienstags und samstags um 20.15 Uhr auf YouTube, Twitch, Facebook und Mixer zu sehen, also alle parallel mit dem gleichen Signal. Ja, Gewinnspiele gibt es nur bei YouTube, da könnt ihr euch da schon mal einen Haken hintermachen, wenn ihr denn möchtet. Wir können da verschiedene Builds ausprobieren, das machen wir auch übrigens regelmäßig, also so eine Sachen, ne? Dann gibt es die Tarnung Infernal, die war ja vor einiger Zeit zu erspielen im Spiel, in Zukunft auch für Flugzeugträger auf der Stufe 8 und 10, sodass man diese, das ist ja diese wandelbare, die man auf verschiedene Schiffstypen anwenden kann und das ist in Zukunft eben dann auch möglich. Ja, und weiterhin gibt es die Tarnung Neuer, auch auf Stufe 8 Flugzeugträger. Ja, und dann gibt es eben noch weitere Anpassungen bei der Optik. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, die Dimitri Donskoi verändert sich und zwar wird der B-Rumpf des Kreuzers entfernt, was das wohl möglich machen soll, dass ihr schneller ja, zur Moskwa kommt sozusagen. Also jeder, der jetzt noch grindet zur Moskwa, die wird ja demnächst ein Spezialschiff und geht aus dem Forschungsbaum raus. Der kann sich darüber freuen, weil er einfach 25.000 EP spart. Die bekommt man, aber wenn man jetzt gerade aktuell schon den B-Rumpf freigeschaltet hat, eben gut geschrieben, genauso wie die Creditpunkte dafür. Ja, und das ist schon alles, was wir zu dem Update 092 sagen können. Es gibt eine Menge Mechanikänderungen. Wie gesagt, ich kann es euch nur nochmal ans Herz legen. Ich bin jetzt ein bisschen drüber gegangen, ein bisschen drüber gesprungen, nur das Allerwichtigste erzählt. Ich lege euch ans Herz, schaut euch unsere Ausblickfolgen zu den Mechanikänderungen an. Game Changer heißen die. Und da gehen wir nochmal ganz genau auf die Details ein, die sich alle ändern. Das ist wirklich grundlegend, ne? Daher lege ich euch das wirklich ans Herz, das euch nochmal anzuschauen. Gut, das war's. Und ich sage jetzt schon, vielen, vielen Dank für Zuschauen, für eure Kommentare. Wenn ihr denn welche habt, das würde mich sehr, sehr freuen, wie ihr bestimmte Sachen seht. Wie seht ihr das mit den 2 Millionen Free XP? Freut euch auf die paneuropäischen Zerstörer? Freut ihr euch vielleicht nicht so doll auf die, sondern eher auf die leichten Kreuzer? Oder wollt ihr was ganz anderes sehen? Einfach rein in die Kommentare. Konstruktive Kommentare sind immer gern gesehen und werden in der Regel von mir beantwortet, wenn ich denn die Zeit dafür habe. Manchmal ist es ein bisschen knapp mit meiner Zeit, aber ja, seht mir das einfach nach. Ich freue mich drauf auf das Update, sage ich euch ganz ehrlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Dabei doch der Tipp, am Donnerstag diese Woche, und zwar dann, wenn das Update kommt, am 12. März um 20.15 Uhr wird es einen Livestream bei uns geben, nämlich Willkommen Update 092. So seid ihr das bei uns inzwischen ja auch schon gewohnt. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream. Euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.